stoppen, beziehungsweise seinen Rückzug so ein bisschen zu decken. Und hier in der Mainbase auch Zealots. Reingewarpt hier mit dem Pylon von Farmer. Hier schön gemacht. Hier weiteres Harassment. Das macht er richtig stark hier. 31 zu 15. Ähnliches haben wir auch schon gegen TLO gesehen. Aber hier die Hellions mit den Marauders und den Marines, die sich hier gegenseitig gerade am Blockieren sind. Kriegt er das hier down, aber die Bersen mit ihrem 2-2 gleich, beziehungsweise 2-1 aktuell, gucken wir mal, 36 zu 15, die kloppen natürlich ordentlich rein. Und Farmer macht weiter Druck, er warpt hier wieder hoch. Cass hat es scheinbar noch nicht gemerkt, gucken wir mal in seiner Vision. Nein, er weiß nichts hier von dem Pylon. Und wieder sind hier die Bersen in der Eco-Line. Hier schön den Turret abschnetzt und dann vielleicht jetzt noch die Phoenixe dazu zählen, falls vorhanden. Auf der anderen Seite geht der Fall. Cass hier hat die Schnauze voll, macht den Gegen-Go. 97 zu 126. Jetzt hier die Bersen wieder gestoppt in der Eco-Line. Gucken wir mal. 36 zu 15 der Worker-Kill-Count. Units lost 6-6 zu 5-5. Jetzt der Toss also vorne, was das angeht. Jetzt auch ein paar DTs hier mit dabei. Marine Marauder Medivac mit Hellion Support und er droppt wieder hoch mit drei Medivacs, voll auf Bio-Shit. Und von unten jetzt auch wieder rein. Gucken wir mal, wie ihm die DTs hier helfen können. Da kommt nochmal ein Phoenix, aber das wird instant hier rausgesniped, gar kein Problem. Jetzt hier vorne zwei DTs, vorne wieder geblockt, die Choke, beziehungsweise die Units eingesperrt. Und die DTs rocken hier ganz gut, aber der Scan kommt auch von Cass. Ich denke, er kann das hier eventuell abreißen, denn Farmer hat hier momentan nicht wirklich viel. Und ein DT ist noch dabei, weitere Bersen werden gewarpt. Hier geht alles down, 76 zu 110. Ist das Spiel jetzt hier an der Stelle schon vorbei, ist die Frage. Ich guck gerade mal hier. Hier hinten ist irgendwie nichts mehr an der Eco am Laufen. Und der eine DT hier, gucken wir mal, wie viele Kills hat er schon? Ein Kill. Und der Cass kann scheinbar momentan nicht scannen. Geht jetzt hier mit den gestimmten Bio-Units in die Eco. Aber die zwei DTs räumen hier auf. Meine Fresse. Die zwei DTs räumen hier auf. Cass, kein Scan übrig. Und jetzt hier mit den zwei Zweier-Stalkern geht's auf das Medivac. Mit dem Blink mittlerweile. Denn wir sehen ja, Cass, beziehungsweise Farmer steht auf Upgrades. Zwei Zweier-Upgrades mit Blink und Charge, also Schlotze. Und auch Cass jetzt hier gleich auf vier Basen. Hat sich in der Zwischenzeit hier noch eine CC hingestellt. Und auch hier gibt es ein PF. Also vier Basen gleich für Cass und vier Basen für Farmer. Denn auch er holt sich jetzt hier oben die vierte. Meine Güte, 88 zu 112. Hier vorne jetzt wieder die DTs. Ja, sorgen die dafür, dass die Medivacs schon mal ganz gut was zum Heilen haben. Und jetzt geht's hier straight in die Third. Und gucken wir mal, ob er die verlieren wird. Hier die Units. Charge-Slots, ein paar Blinkstalker, zwei Sentries. Und wenn das hier gleich alles reinstimmt, ein DT wird hier oben nochmal reingewarpt. Und jetzt geht's hier ran an die Buletten. Wir schalten mal kurz auf den Worker-Kill. 36 zu 25. Das wird hier gleich noch um einiges ansteigen. 36, 32. Aber auch auf der Seite von Cass geht gerade einiges down, wie wir hier sehen. Da muss irgendwo was gewesen sein. Die Echse kann er dann aber scheinbar doch halten. Die Charge-Slots und die DTs und auch das Bling-Stalker Gedöns hier, reißt hier wieder den Cass ab. 97 zu 88, komplett abgerissen. Units lost, schauen wir uns mal an. 14 zu 12.000 APM, 150 zu 150. Gibt es Production Tab? Ja, und ich habe gerade hier den Worker Kill Tab hier vertauscht. Aber auch bei Farmer hat es ein bisschen geklingelt. Auch er hat ein paar Worker zeitgleich irgendwie hier killen können. Ja, momentan ein lustiges Hin und Her. Hier halt Gateway-Mix, keine Storms, keine Kolosse gegen Bio. Und man sieht, wie gut das funktioniert mit Charge-Slot, Blinkstalkern und Force-Fields. Und hat noch ein paar DTs dabei. Das 3-3er-Upgrade läuft für Farmer. Während hier Cass noch auf 1-1 rumgurkt. 2-2 läuft aber. Und 126 zu 90... Farmer jetzt hier wieder im Rückwärtsgang. Aber da kommen die Charge-Slots und dann wird das Ganze wieder in die andere Richtung gehen. Denn jetzt mit den Charge-Slots, mit den 3-3er-Upgrades gleich, also momentan 2-3, aber ihr seht ja hier, 3-3 läuft. Und das ist dann schon richtig böse gegen Bio. Jetzt hier aber auch noch einen Raven dabei mit PDT gegen die Stalker.
Das wird jetzt wieder hier Pharma verlieren, diesen Fight hier. Und der Raven ausgesniped, aber die PDT sitzt noch. Gerade noch so die PDT rausgekloppt, aber hier, wie sieht's aus bei Pharma? Er hat ja hier, sieht ja hier, alles klar, da geht die nächste Echse raus für Cass, der sich hier oben auch nochmal zwei Starports so ein bisschen hidden setzt. Und wie sieht das Ganze jetzt hier bei Pharma aus? Hier ist nichts gebaut, hier auch nichts, hier Units und seine Production Facilities, hat halt hier viele Warp Gates, hier 3, 6, 8 Gates, DT Shrine, Double Forge und jetzt auch eine Robo dabei. 130 zu 105. Gucken wir mal aufs Income. 62, 72. Und jetzt auch das Dreier-Upgrade für den guten Cass. Und ich habe gerade auf dem Production-Tab was gesehen. Nämlich hier den Fusion-Core, Leute. Hier oben will er sich ein paar Battlecruiser ranzüchten, während hier unten gerade das Landen denied wird von der CC. Zeitgleich gibt es hier aber auch einen Drop in der Mainbase von Pharma. Der jetzt dann hier ein paar Buildings verlieren wird. Dafür verliert dann aber Pharma hier nur sein eines Warpgate und Cass verliert hier wieder seinen kompletten Drop. 150 zu 120 jetzt. Und hier massiver Warp in gleich 130 Supply bei Pharma. Ja, und die zwei Bersen hier gegen die Biomasse gar keine Chance. Mit 2-2 Upgrades hauen auch die mittlerweile ganz gut rein. Und auf der Seite von Pharma gibt es jetzt auch den Koloss-Tech, während es auf der Seite von Cass jetzt hier den ersten Battlecruiser gibt. Meine Güte. Hier gäbe es nochmal einen, Medivac for free. Weiterer Slide hier oben auf die vierte Base von Cass. Beziehungsweise die fünfte, denn hier unten ist mittlerweile gelandet. Und wir erinnern uns noch an das Spiel gegen TLO, wie schwer er sich getan hat, das Ding hier abzureißen. Jetzt glaube ich, zwei, dreimal hat er das Ding hier abgerissen und TLO hat es dann am Ende aber doch durchbekommen. Jetzt geht es hier auch nach vorne. 160 zu 130. Der Supply Count gegen Gateway Units. Und das wird jetzt langsam nicht mehr reichen, denn das ist ganz schön viel, was hier angelatscht kommt. Zwar keine Medivacs dabei, deswegen wenn jetzt mal ein Storm ganz schön. Hier vorne schon mal wieder ein paar Zealots reingeworbt und von hinten geht es jetzt auch gleich drauf mit den Stalkern, den Bersen und den Force Fields, die da wahrscheinlich gleich kommen können. Aber auch hier der Nexus zum zweiten Mal abgerissen hier von Cass. Der blinkt nach oben, die Zealots kommen, Force Fields, aber das ist zu wenig, das wird nicht reichen. Und es gibt gerade einen riesigen blauen Punkt hier auf der Map. Was ist das denn? Ja, die OC-Station von Cass wird sich jetzt hier hochgezogen. Ja, Storms wären jetzt unfassbar gut gewesen für Pharma. Der wird jetzt hier wahrscheinlich auch seine nächste Echse verlieren. Jetzt hier noch ein paar Bersen und einen DT dabei. Jetzt kann er auch mit den Stalkern nachziehen, was er jetzt hier auch macht. Wir bleiben mal hier auf dem DT, schon drei Kills. Oh, jetzt wird er rausgesniped. Rausgestimmt und rausgescannt. Jetzt von hinten mit den Bersen und den Stalkern schön rangeblinkt hier. Die Echse gerade noch so gesaved. Die Schilde waren aber schon down. Und hier guckt es euch an, die OC-Station von Cass. Würde mich nicht wundern, wenn er gleich ein paar SCVs irgendwie verbrennt. Killt. Hier vorne jetzt auch der Nexus neu gebaut. Und jetzt gibt es hier die Kolosse mit Thermal Lance. Stormtech wäre auch noch eine schöne Maßnahme, um halt so ein bisschen hier Feedback auf die Medivacs und die Storms auf die Eco. Und von hinten hier geht es erstmal rein in diese Eco-Line. Hier ein Kill für den Stalker hier schon. Man könnte vielleicht hier noch so ein bisschen weiter reinlatschen, da könnte man das noch ein bisschen weiter behindern hier, das Mining. Und es wird nicht nur ein OC-Center, sondern es wird auch ein Echsen-Center, denn Cass geht hier raus, oben auf die 12 Uhr in die Mitte, holt sich da die nächste Expansion. Und hier vorne wieder, oh, schon wieder die Maus weggesprungen, geht jetzt hier Pharma gegen die Bio-Units vor, lässt die Bersen da und er sieht jetzt hier, ach du Scheiße, Battlecruiser, was ist denn da los? Da werden Erinnerungen wach, wie im Spiel halt gegen TLO. Und er hat hier nur einen Starport und kein Flottensignalgeber. Er kann keine Carrier bauen. Was kann er jetzt hier spielen gegen die Bio-Battlecruiser-Armee? Hier vorne auf jeden Fall schon mal einen Warp-Prisma am Start. Das könnte gleich noch interessant werden. Gucken wir mal. Und jetzt hat er hier halt auch noch Kolosse dabei, die natürlich anfällig sind gegen die Battlecruiser. Hier vorne wieder eine kleine Drop-Action von Cass. Und er reißt jetzt hier einen Extraktor ab, was aber völlig sinnlos ist, denn das Gas ist eh leer. Also da hat Cass hier nicht aufgepasst.
zumal er jetzt auch hier den Drop komplett verliert, hat hier keinen Schaden gemacht, einen leeren Extraktor abgerissen. Wow, das hat jetzt hier nicht so wirklich gebracht. Wieder ein paar Units runtergewarpt, um hier wieder in die Exit zu gehen. Hier vorne das Warp Prisma steht immer noch. Und kleiner Slide hier wieder von Farmer. Ja, wie sieht's aus? Was haben sie beide vor? 120 zu 160. Hier vorne wird jetzt auch das Warp Prisma vertrieben. Und hier kommt Farmer, Stalker Koloss DT. Wenigstens noch hier die Echse abreißen und dann würde ich auch gleich wieder abhauen. Ja, er haut auch gleich wieder ab. Denn er weiß, die Battlecruiser sind hier unterwegs. Hier oben wieder eine kleine Drop-Action von Cass, aber da gibt es gleich erstmal wieder zwei DTs. Die werden hier aber instant rausgescannt. Dann nochmal ein paar Stalker dabei. Und jetzt gibt es hier oben auch den Psy-Sturm von Farmer. Hier unten die Stalker, hier schön am Stehen. Kann ihn nur mit 2-3 SCVs Minerals sammeln. Dropship hier gekillt. Und jetzt gibt es hier unten gleich den Warp-In. Ich denke mal, hat er das hier gesehen? Ja, er hat auch gesehen, dass hier eine Echse ist. Aber es ist auch wieder eine PF. Cass kommt nach vorne. Marine Marauder Battlecruiser. Was für eine Kombination. Die Bio-Armee hier auch mit 3-2er Upgrades. Stormtech noch nicht fertig, aber die ersten Templer werden gewarpt. Und hier vorne läuft er ein bisschen zu weit rein mit seinen Stalkern. Jetzt blinkt er sich nach hinten. Aber beide gehen down und hier die Expo von Farmer ein drittes Mal abgerissen. Oder auch nicht. Schauen wir mal, momentan 23 Hitpoints hier auf dem Nexus. Und die Battlecruiser hier mit Yamato in die Stalker. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Denn viele denken ja, dass Yamato Splash Damage hat. Hat sie aber nicht. Denn Yamato macht bloß 3.